Bitte schön. Okay. Ja, also ich sollte jetzt halt hier die Aufgaben lösen. Und zwar lautete die erste Aufgabe: Der Logarithmus zur Basis 2 von 5 ist gleich, ja, genau, so war die erste Aufgabe. Und dann habe ich einfach nach dem Logarithmusgesetz gehandelt und habe gesagt, ja, der Logarithmus von 5 durch den Logarithmus von 2, wenn man das im Taschenrechner eingibt, erhält man jetzt auf 2, auf 3 Stellen nach dem Komma 2,321. Pause. Jetzt ist da oben so ein Fenster. Okay. Gut, die zweite Aufgabe hieß dann folgendermaßen: Logarithmus, huch, nein, wie mache ich das weg? Gut, also die zweite Aufgabe hieß dann wie folgt, und zwar, wie wieder geschrieben? Logarithmus zur Basis 3 von 1,7. Und da gilt, ja, jetzt könnt ihr zu Hause das Video von mir aus anhalten und die Aufgabe selbst einmal rechnen. Sollte ja kein Problem sein, weil wir das hier oben ja sowieso schon mal haben. Ja, jetzt gilt hier wieder das gleiche Prinzip. Logarithmus von 1,7 geteilt durch den Logarithmus von 3. Wenn man das jetzt wieder im Taschenrechner eingibt, könnte am Kopf rechnen, aber naja, hat man wieder rund auf 3 Kommastellen gerundet dieses Ergebnis raus. So, die nächste Aufgabe war Logarithmus zur Basis 4,7 von 103. Das ist jetzt eigentlich total egal, was da für Zahlen stehen, weil es halt immer das gleiche ist. Ob da jetzt sonst was für krumme Zahlen stehen oder eben ganz glatte Zahlen. Ja, und das wieder einfach im Taschenrechner. Hat man rund 2,994. Also ich mache jetzt die andere Aufgabe und die lautet dann 36 hoch x ist gleich 0,5 und dann halt Regieschrift und dann mache ich das mit dem Zehnerlogarithmen. Demzufolge schreibe ich ja dann vorne Logarithmen aus 36 hoch x und halt demzufolge auch auf der anderen Seite. Und da wir hier das x haben, kommt das x nach vorne. Deswegen schreiben wir x dann Logarithmen 36. Und hier bleibt das halt auf der Seite. So. Jetzt haben wir ja das x vorne. Deswegen teilen wir das, also halt das hier, teilen wir jetzt durch die Logarithmen von 0,5. Demzufolge steht dann x Logarithmen aus 0,5 durch den Zehnerlogarithmen aus von 36. Demzufolge ist x gleich minus 0,193. Durch den Taschenrechner. Sehr schön. Nächste Aufgabe. Schön. Die nächste Aufgabe war dann so ähnlich, die war dann 36 hoch x plus 2 ist gleich 0,5. Hier ist das wieder das gleiche Prinzip. Ich logarithmiere auf beiden Seiten. Demzufolge habe ich dann 36x hoch x plus 2 ist gleich Logarithmen 0,5. Und jetzt nehme ich das Gesamte und schreibe das nach vorne. Nicht nur das x, sondern halt auch die plus 2. Ich setze es vielleicht lieber doch nochmal in Klammern, weil es zusammengehört. Und dann wieder die 36 ist gleich und dann halt bleibt das hier wieder auf der gleichen Seite. Und jetzt lasse ich das erstmal stehen und teile das erstmal durch 36. Ja, Ja, 36 da okay. Ja, so. naja.
Jedenfalls dann habe ich ja dann x plus 2 stehen. Ist gleich Logarithmen 0,5 durch Logarithmen aus 36. Nun teilt, also muss ich ja minus 2. Und ja, demzufolge bleibt das x ja dann vorne stehen. Und ich setze es vielleicht lieber in Klammern, weil ich ja die minus 2 habe. Und dann halt minus 2. Und da habe ich dann im Taschenrechner minus 2, 1,93 raus. Okay, also die nächste Aufgabe ist. Okay. 36 2, also hoch 2x gleich 0,5. Das kann man so, also wieder so aufdrieseln in Logarithmus, also mal Logarithmus, also, also hier diesen Strich hinter und dann mal Logarithmus. Das ist dann also wieder Logarithmus 36. Und dann hier vorne kommt wieder das 2x gleich 0, also hier Logarithmus. Stopp, stopp, stopp. Machen wir kurz Pause. Soll ich wegradieren, oder? Pause, Pause. Ja. Also Entschuldigung, ich muss mich erstmal diese Schreibweise hier gewöhnen, weil das sehr fremd ist für mich. Also wir haben jetzt hier Log, also LG. Und dann ist hier wieder 2x mal LG 36 gleich, oh, LG 0,5. Diese 2x sind ja mit einem Mal verbunden, das nimmt man auf die andere Seite mit einem Mitten geteilt. Sind es dann 2x gleich LG 0,5 durch LG 36. Was dann geteilt hat, man könnte es eigentlich auch so aufschreiben, dass man so macht, das in eine Klammer. Ja. Und dann durch 2. Dann kommt man auch auf das Ergebnis. Und dann ist das Ergebnis gleich x gleich. Ich habe rausbekommen minus 0,096. Ja. Und jetzt die nächste Aufgabe. Nächste Aufgabe ist also 36 hoch 2x plus 1 gleich 0,5. Wieder Re Regiestrich hinter mal LG ist dann gleich. Und dieses, also das hier oben, das macht man wieder vor das, also vor die 36 mit einem Mal. Also mal 2x plus 1. In eine Klammer tut man das dann. Mal LG 36 gleich LG 0,5. Das tut man wieder mit dem geteilt drüber auf die andere Seite. Dann steht hier noch in Klammern 2x. Also kann, eigentlich kann man das, die Klammer dann weglassen. Aber ich mache sie trotzdem. Plus 1 LG 0,5 und LG durch LG 36. Und das kann man so schreiben. Also ich habe schon, also ja, man tut dann die 1 auf die andere Seite mit Minus. Also LG 0,5 LG 36
in Klammern minus 1. Also man muss es, ja doch, also eigentlich muss man es nicht in Klammern schreiben, weil es ja eigentlich Punkt vor Strich ist. Dann kann man, hat man das so und dann kann man auch gleich die, also 2 rüberholen. Mit wieder geteilt, weil sie mit dem Mal, also die 2 ist mit dem Mal, mit dem x verbunden. Und dann ist dann LG 0,5 minus 1. Ah ja, okay. Entschuldigung. LG 36 minus 1 und durch 2 dann. Ja, was kommt raus? Und das Ergebnis ist dann 0,596. Also jetzt hatten wir noch einmal eine ganz schwierige Aufgabe. Ich schreibe sie erstmal auf. Das waren 36 hoch 2x ist gleich 0,5 hoch in Klammern x mal x. So, zuerst logarithmieren wir alles. Dann kommt da raus LG von 36 hoch 2x ist gleich LG von 0,5 hoch in Klammern x mal x. So, als nächstes schreiben wir die 2x und die x mal x nach vorne. Also 2x mal Logarithmus von 36 ist gleich, das können wir auch zusammenfassen zu x Quadrat. Also x Quadrat mal Logarithmus von 0,5. Ja. So, da wir jetzt ein x Quadrat auf der Seite haben, das müssen wir als erstes erstmal versuchen wegzumachen. Da würde ich sagen, zuerst bringen wir das x von links erstmal nach rechts, also durch x. Und damit sorgen wir halt dafür, dass das x Quadrat verschwindet und nur noch ein einfaches x steht. Also steht dann hier 2 mal Logarithmus von 36 ist gleich x mal Logarithmus von 0,5. Als nächstes bringen wir dann nur noch den Logarithmus von 0,5 auf die andere Seite, also durch Logarithmus von 0,5. So, dann steht auf der anderen Seite 2 mal Logarithmus von 36 durch Logarithmus von 0,5 ist gleich x. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir als erstes, wenn wir es im Taschenrechner eingeben, 2 mal Logarithmus von 36 eingeben durch Logarithmus von 0,5. Und da kommt am Ende raus, x ist gleich minus 10,340.